Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream zu Raft. Ja, den Nakaya hole ich sofort. Wir sind hier auf dem offenen Meer immer noch. Nein, wir sind bei der Insel, wo wir letztes Mal den riesen Zwist und Hader hatten. Ich lade den einfach mal über Steam ein. Der hat nicht mitbekommen, dass ich schon längst im Discord bin. Ja, mit dem Sunny war ich schon offscreen einmal auf der Insel. Der hat sich den Skin offscreen geholt, den es auf der Insel zu holen gibt. Ich habe einen Hai offscreen auch nochmal getötet. Dadurch habe ich jetzt Haifleisch. Und Sunny kennt jetzt Balu. Okay, ich habe ihn einmal angeschrieben, der hat geschrieben, er kommt gleich. Wäre das schon mal geklärt. Dann können wir uns ja schon mal darauf ausmachen. Wir wollen in diese Richtung. Der Code ist ja schon eingegeben. Ich überprüfe aber sicherheitshalber. 2648. Ja. Okay, ich will in diese Richtung. Wir können den Motor schon mal einschalten. Der spawnt ja eh hier auf dem Raft. So, wir müssen nämlich zuallererst mal von dieser Insel weg. Vorher passiert hier nämlich gar nichts. Das schmeiße ich einfach hinten ins Meer. Da ist der Kulisch. Ja, und ziemlich angepisst. Weswegen? Wegen anderen Leuten ist nicht so wichtig. Du lässt das dann aber nicht an meiner Community aus. Naja, eher würde ich es wohl an dir auslassen. Ja, dann brauchst du nicht mitmachen. Wenn du jetzt aggressiv mir gegenüber werden willst, ohne Grund. Weil Also ich. ich, solange nicht irgendwie wieder etwas wie letztes Mal passiert, sollte das da nichts passieren. Also mit Sunny war ich auch noch mal auf der Insel, der hat sich den Skin geholt und der hat mir beigepflichtet. Wenn du mir in so einem Wald sagst, ich bin bei dem Baum oder bei dem Stein, der hätte dich genauso angefocht wie ich letztes Mal. Nur, dass ich das nicht so gesagt habe. Ich habe ja versucht, dir eine Wegbeschreibung zu geben. Ja, aber versuch mal in einem Wald jemandem eine anständige Wegbeschreibung zu geben. Sunny hat mir dabei gepflichtet, dass es Deine quasi Wegbeschreibung unmöglich war ist. auch nicht viel besser, mich von einem Ort, an dem ich nie war, irgendwo hinlotsen zu wollen. Schwamm drüber. Erstmal Weil du hier hast da Wasser genauso nachfüllen. reingekackt. So, das allererste, was ich jetzt heute nebenbei machen würde, wenn wir eine Insel auf dem Weg finden, Blumensamen mitnehmen, damit wir hier mal für Honig sorgen können. Weil dann würde ich gerne auf den Biokraftstoff gehen. Wir müssen auch mal wieder neue Batterien machen. Und dafür habe ich glücklicherweise die Kupferbahn offscreen schon gemacht. Und du wolltest ja letztes Mal nicht einsehen, dass deine Wegbeschreibung halt genauso scheiße war wie Ich habe meine. nicht gesagt, dass meine besser war. Wie gesagt, wenn du jetzt nur Streit anfangen willst, dann brauchen wir heute gar nicht anfangen. Ich wollte halt nur sagen, dass du beim letzten Mal gesagt hast, dass das eine Wegbeschreibung ist. Dass du mich von diesem SOS-Strand, an dem ich nie war, irgendwo hinlotsen wolltest. Ich habe dir dreimal vorher gezeigt, wo der war. Ich habe sogar davor gestanden, bevor du tot warst, gesagt, da unten ist ein SOS-Strand. Als ich nicht in der Nähe war. Okay, da ist eine Insel in der Nähe, da würde ich gern einmal hin. Dann können wir nämlich jetzt erstmal hier für Honig sorgen. Liegt auch ungefähr auf dem Weg. So, wir haben Lucky und Henriette auch wieder auf ihrem Posten sitzen. So, das Wichtigste ist, dass wir auf jeden Fall auch ein bisschen Grundmaterial jetzt wieder einsammeln auf der Insel. Weil wir haben von fast allem gar nichts mehr. Du meinst das Holz, wo wir 20 Stück von haben? Weißt du, wie schnell das wieder weg ist? Ich weiß, aber trotzdem haben wir Holz.
Ich ging eigentlich auch eher gerade auf Batterien, weil wir hier sehr, sehr viel Elektrisches haben. Ein zweiter Reiniger wäre auch nicht schlecht. So, wir haben die Blumen. Jetzt brauchen wir kleine Kästen dafür, ne? Kleine Anbauflächen. Einfach nur ein paar Planken und Seile. Vor allem, wo kommt die Erde her bei den kleinen Anbauflächen? Keine Ahnung. Ich hinterfrag das nicht. Ich pflanze jetzt erstmal hier generell zwei Blumen rein. Einfach damit da schon mal was ist. Und dann baue ich da was dran, dass es nicht direkt weggefressen wird. Muss es eine mittlere Anbaufläche sein Wir für hatten Blumen? gerade keine andere. Ja, weil ich die eigentlich gedacht hatte, dass wir dafür halt Ja, den momentan hier bauen wir da ja später gerade nichts eine an. größere Fläche anbauen. Im Ernst, du frisst auch die Blumen? Das sind Samen, die fressen alle Arten von Samen. Wollen wir uns mal eben kurz hinlegen, damit wir auch was sehen gleich? So. Ich hoffe, dass diese zwei Blumen den Bienen schon ausreichen. Ich bezweifle es, aber man kann ja hoffen. So, wenn du möchtest, können wir weiterfahren. Naja, du hast ja hier Anker runtergesetzt, nicht ich. Was wolltest du hier mit Ach. vier Kartoffeln machen? Eine Gemüsesuppe. Ja. So wie das, was jetzt schon fertig sein müsste. Muss ich nur noch rausnehmen. Habe ich schon getan. Weil ich brauche halt für die Insel jetzt Essen, weil von dem, was ich sehe, scheint es Containerinsel zu sein. Auch wenn ich nicht weiß, was da irgendwie alles passiert. Von dem, was du da siehst. Ich sehe bisher Was noch ich. gar nichts, außer Ja, den Umriss. ich sehe halt oben am Horizont da halt was. Jetzt sehen wir die auch besser. Das müsste die Container Town sein, oder wie auch immer das heißt. Woher weißt du, wie das heißt? Ich weiß Hier nicht, auf wie das der. heißt. Hier heißt es Caravan Town. Im Logbuch. Ja, aber das sind halt viele Container, ich wusste den richtigen Namen nicht, also. So, wo genau wollen wir da vor Anker gehen? Ich würde sagen, da links, ne? Ja, würde ich auch sagen, aber erstmal will ich hier das Fass aufsammeln lassen. Aber hier kriegen wir noch nicht das Lustige. Ah, oh doch. Kann sein, dass wir das hier sogar doch kriegen. Vielleicht kriegen wir hier die Seilbahn. Das sieht zumindest ein bisschen danach aus. Ja, wir Ich kriegen hier auf jeden glaube, Fall die eine Seilbahn. Anbaufläche ist nicht genügend dafür. Ja, aber wir können da nicht irgendwie ein komplettes Blumenfeld drum machen. Müssen wir halt woanders was dafür bauen. So, Anker kannst gleich runter machen. Anker runter. So. Wir haben hier gut angelegt, würde ich sagen. So, Motor aus. Und Motor aus. Banda Kalifila. Wow, irgendwo liegt hier meine Machete da. Brauchen wir die überhaupt auf der Insel? Einfach so. Ich glaube, die ist einfach nur als eine gute Nahkampfwaffe gedacht. Ja, aber der Speer ist trotzdem besser. Dadurch, dass du mehr Reichweite hast. Oh, hier unten ist auf Ein jeden Teil Fall. eines Ladegeräts. Ich war noch nicht mal auf der Ja. Insel. Ich bin nur hier unten am Hafen gerade. Ich wollte warten, bis zumindest ein bisschen Wasser fertig ist. Dann nehme ich aber das da. Ich sollte mir auch mal wieder mein Paket von Melonen mitnehmen und eventuell noch mal eine Gemüsesuppe. Ja, ich mache mir erstmal neue Metallpfeile. Ich habe gar nichts. Ich habe nur einen einzigen Pfeil. Kannst 6 haben von mir, weil mein Bogen macht eh nicht lange. Ich lasse den Bogen hier.
Ja, ich würde trotzdem neue Pfeile machen. Ja, aber dann brauchst du nicht so viele neue machen. Ich mache währenddessen einfach noch mal ein bisschen mehr Gemüsesuppe. Ernsthaft? Nicht einen einzigen Zapfen gerade zurückbekommen? Normalerweise kriegt man eigentlich übelst viele Zapfen davon zurück. Ich habe gar keinen bekommen. Das ist unlucky. Das ist rough. Das ist einfach Cusco nur mein Luck in schreit. jedem anderen Game. Cusco schreit. Muss ihm mehr Essen geben. Es will geschert werden. Da meckert mit dir. Du scherst ihn nicht genug. Der hat zu viel Fell. Er hat gerade eben erst wieder Fell bekommen, vor nicht allzu langer Zeit. So, ich fütter jetzt erstmal hier die Öfen, damit wir ein paar Pfeile machen können. Weil ich gehe jeder Wette ein, dass hier uns das ein oder andere aggressive Vieh entgegenkommt. Ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es keine aggressiven Ich Viecher. sehe den Vogel doch von hier. Das ist eine Möwe. Das ist kein Steinvogel, das ist eine Möwe. Das ist Lucky. Der ist weiß, der Vogel. Deine Suppe ist fertig. Ja, ich will mir zwei, drei Suppen mit auf die Reise nehmen, weil ich nicht weiß, wie lange es dauern wird. So, der eine Kletterpflanzenkleber ist fertig. Ich hatte halt gerade eben den restlichen Seetang einmal reingeschmissen. Warum auch immer hier eine Rübe drin ist. Keine Ahnung, ich habe sie da, glaube ich, nicht reingeworfen. Ach komm, dann brauche ich den Bogen hier eben auf. Ja, also das bisschen wollte ich jetzt mit auf nicht mit auf die Insel nehmen eigentlich. Aber guck mal, sobald es fertig ist, lassen die Vögel die Blumen in Ruhe. Nee, sagt es nicht. Die gehen auch auf fertig gewachsene Sachen. Die würden auch auf unsere Rüben gehen, sobald die fertig sind. Aber die Stadt sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar auch eines der Gebiete, wo es nicht wirklich feindliche Gegner gibt. Man kann sich Das aber auch glaube ich täuschen. erst. Ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Aber auf jeden Fall bin ich mir sicher, man wird da die Seilbahn kriegen, weil ich schon eine gesehen habe auf dem Weg hierher. Na gut, das Metall, das geht ohne Planken nicht. Muss mir Naja, eben kurz ein paar nehmen. falls uns mal das Essen ausgehen sollte, haben wir hier Essen auf unserem Raft. Lass ihn in Ruhe. Der wird nicht gegessen. Wenn wir Essensmangel haben, schon. Nein, schieß lieber Oh. Henrietta. Henrietta kann ich mit leben, aber Cusco bleibt am Leben. Sonst kannst du zur nächsten Insel schwimmen. Oder du kannst zur nächsten Insel schwimmen. Nee, ich habe hier die Macht. Ist ja mein Spielstand. Ja, aber Du bist so gesehen jedes Mal, wenn. Beifahrer. Sagen wir es mal so, jedes Mal, wenn ich rausgehe und wieder reinjoine, bin ich eh wieder auf dem Raft. So. Können tatsächlich sogar noch ein Metall hier eben kurz Wir schmerzen sonst. müssen uns mal mehr Haiköpfe besorgen, weil für den Biokraftstoff sind die Haiköpfe übel OP. Find erstmal hier genügend Blumen, damit wir Honig machen können. So, Die habe ich schon mitgenommen, die ich würde dann Federn. sagen, auf. Ab dafür. Dann erstmal hier unten am Wasser erkunden, ne? Ja, hier waren halt nur diese komischen Stromteile. Ja, aber ich würde sagen, die brauchen wir auch. Ja. Oh, du kannst die Schränke öffnen, teils. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Das kann Seile! ich. Sehr nett. Ich bin mir sicher, dass wir diese Stromleitungen auf jeden Fall brauchen werden. Ja, wenn du hier so Objekte kriegst, die für die Inseln sind, dann brauchst du sie. Im Normalfall, ja. Also die Bären, die konntest du ja auch mehr oder weniger brauchen. Ja, mehr oder weniger. Man hätte die aber auch holen können ohne. Wie Also man schnell bist hätte du denn durch das die Häuser Eisen. hier durch? Die meisten kann man nicht wirklich rein. Geil, ich häng fest. Ich habe ein Rohr gefunden. Eine gegarte Rübe. Oh, da hat jemand das Kochen für mich übernommen. Sehr nett. Die wurde.
halt einfach gegrillt und nicht gekocht. Ah, ich sehe hier was. Hier in dem Brunnen. Wo? Hier bei Und mir in dem Brunnen, da ist so ein Rettungsring drin und da schwimmt irgendwas oben drauf. wenn ich jetzt wüsste, wo du bist. Unten am Strand immer noch. Und wo ist hier ein verdammter Brunnen? Da ist. Hier am Ende, da ist ein Brunnen und da ist was drin. Das siehst du, wenn du von oben drauf guckst. Das Ding muss man bestimmt Ja. irgendwie da rausholen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Möglich. über die elektrischen Leitungen, du siehst ja hier die Rohre, dass wir irgendwie Wasser reinleiten. Dann schwimmt das wahrscheinlich von nach oben und dann können wir das einsammeln. Nee, also die Rohre werden wir verbinden müssen. Okay, Jump'n'Run. Ja, die Rohre müssen wir verbinden. Komm mal hier. Ich bin hier schon auf dem. Ich bin hier schon oben irgendwie. Ja, komm mal hier nach hinten. Dass wir die verbinden müssen, das sieht man. Da, Hier. allein daran, dass die Rohre existieren. Also. Kommst du gleich mal kurz hier hin? Ich hole mir hier die Gegenstände, die hier drin sind. Weil hier, das muss man auch drehen, damit das Wasser da in den Trichter rein. Und dann muss man hier oben drüber auch wieder bei dem Rohr garantiert was drehen. Ja, wir müssen wahrscheinlich erst nach ganz oben klettern, dann können wir das einsammeln. Es macht übrigens wenig Sinn, wenn wir dasselbe Ding absuchen. Ja, aber es gibt ja auf der Ebene sonst keinen mehr. Silbersmoothie? Oh, der klingt lecker. Oh, der sieht auch lecker aus. Kann ich aus Silberalgen irgendwie. Ja, garantiert. Hier kann man rein. Metallpfeil habe ich einen gefunden. Ich bin schon mal einen weiter oben. Hier sind Bienen. Du bist noch ein weiter hoch, ernsthaft? Kannst ja da unten absuchen. Wie gesagt, es macht wenig Sinn, wenn wir beide an einem Fleck absuchen. Weil wir nehmen uns so die ganze Zeit nur das Zeug vor der Nase weg. Ich würde sagen, getrennt hier einmal alles absuchen. Dann sind wir ja auch wesentlich schneller fertig. Ich würde gerne nicht nochmal so einen 3-Stunden-Stream wie gestern haben. Gestern, letzte Woche. Das ist auch Naja, mega anstrengend zum Schneiden. ich glaube, wenn wir auch so lange da jetzt hier wieder brauchen soll, dann kriege ich einen ziemlichen Anschiss, weil ich wahrscheinlich dann später nochmal das Essen machen darf. Aber du darfst hier wirklich jedes Endstück teilweise einmal drehen. Ja, ich will das von oben nach unten machen. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Ich habe die Pumpe schon gefunden dafür. Ja, ein Wassermarsch. Mach du sonst das und ich guck mal, ob die Rohre richtig sind. Oder willst du gucken, ob die Rohre richtig sind? Läuft das Wasser weiter runter? Nee, tut's nicht. Ab einem gewissen Punkt. Da lief es doch gerade. Ah, doch. Das kommt auch ganz unten raus. Ja. Ja, Also. jetzt schwimmt es gerade nach oben. Wie weit oben Ein ist Teil einer das? Seilrutsche haben wir dadurch bekommen. Jep, das ist schon mal das Griffteil für die Seilrutsche. Das ist das, was ich meinte, dass wir hier bekommen. Endlich kriegen wir es. Hier war Wir ein können Hinweis Spaß übrigens. haben. Ja, kein Oh, Plan. ein Spaß. Willst du das auf unserem Schiff bauen? Da ist nicht viel für eine Rutsche. Hätte auch nach Hinweisen ausschauen, ne? Ist immer schön interessant, was dem passiert ist. Ja, ich loot halt jedes Haus durch und guck nach Genau neben der Hinweisen. Pumpe war ein Hinweis. Ja, ich achte nicht unbedingt auf jedes noch so kleine Detail. Science. I asked Pa why we can't fly to another planet without all this water.
Pa just laughed. But Sanjay showed me some pictures that gave me a great idea though. Der hat aber sehr große Nerven, der Typ. Warum kletterst du hier rein, wenn ich schon hier drin bin? Kein Plan. Ich guck mir das halt einfach an. Also ich verbiete. Ich verbiete erst nicht, aber wenn es ums Absuchen geht, macht das wenig Sinn. Wie gesagt, es macht mehr Sinn, wenn wir hier getrennt alles absuchen. Oh, ne Seilbrücke. Also wir können uns ja im Nachhinein immer noch die ganze Insel angucken. Aber hier beim Suchen würde ich jetzt erstmal getrennt arbeiten. Und dann endet es wie beim letzten Mal, wir suchen alles getrennt ab und finden uns dann nicht. Wir wissen doch, wo unser Raft ist. Das ist jetzt nicht gerade versteckt. Du bist da rechts schon. Achte auch auf Hinweise. Ich höre die Story sehr gerne. So wie den hier? Ja. Ich höre einen Huhn. Ja, hier oben bei mir. Kann man den fangen eigentlich? Keine Ahnung. Der sieht anders aus als die anderen. Der ist blau. Yep. Das habe ich schon gesehen. Sollen wir einfach mal so einen Teil zum Fangen holen und testen, ob man die fangen kann? Vielleicht legen die ja die Eier. Mach, was du willst, würde ich sagen. Also Schmutz und so weiter sollten wir eigentlich haben für eine weitere Wiese. Doch, hier ist ein Vogel zum Steine werfen. Ich wurde gerade angegriffen. Okay. Despite these concerns, many believe Raft Towns could very well be a viable alternative. Wo war der? Ich habe noch mal zweimal Biokraftstoff gefunden. Warum habe ich gerade das Leder bei mir im Inventar? Ich bin mal kurz runter gleich. Ja, kannst ja einmal hier. Ich würde sagen, erst bauen wir eine Wiese und dann fangen wir diesen Vogel ein. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass der hier Eier legt. Naja, wenn es nur der Vogel ist, dann ist es ja nur halb so nervig. Den können wir ja eh nicht wirklich töten. Doch, den kann man töten. Man kann ihn töten, ja, aber nicht wirklich. Wenn du gut zielst. Ich habe schon einen tot gekriegt. Ich weiß, dass man ihn tot kriegt. Wir haben ja schon einen Toten. Hatte ich damals gekillt und du hattest Loot abgestaubt. Ich erinnere mich noch. Nein, ich habe den finalen Schuss als Kill gemacht davon. Sag ich doch, abgestaubt. Hier unten ist so ein Fahrrad als Wasserpumpe. Und okay, natürlich wieder der radioaktive Abfall hier. Okay. Hier unter Wasser scheint ja auch was zu sein. Hier ist jedenfalls eine Leitung unter Wasser. Hier ist eine Kiste. Boah, waren da viele Planken drin. Ein Boah, Teil eines Ladesgeräts. Ach, hier ist ein Puffy. Und hier sind die ganzen Dinger. Hier unter Wasser ist auch irgend so ein großes Zäpfchen. Ja, dann lass mich das mal machen zum Zeigen. Ich bin einfach random irgendwo im Wasser runtergesprungen und da war halt so eine Leitung. Okay, in den Zäpfchen kann man Wasser, Luft holen. Dafür ist das also da. Dann zeig mir noch einfach, wo das war, dann tauche ich da runter. Wie gesagt, einfach nur zum Zeigen. Ich glaube, so tief kommen wir noch nicht ohne Sauerstoffflasche. Da kommen wir definitiv noch nicht hin. Wir brauchen erst eine Sauerstoffflasche. Ist nur ein bisschen Kunststoff. Den Glibber habe ich gerade eben gemacht. Und ich würde da aber auch gerne mit runterkommen. Weil ich es auch sehen will. Weil mit dem Sauerstoff, den wir haben, da kommen wir nicht lebendig denn wieder hoch. Weg von unserem Motor, du blödes Vieh. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn jetzt die nächste Insel endlich mal die ist, die ich schon lange erwarte. Und ich bin hier nochmal in einem kleinen anderen Abteil von der Insel.
So, kann hier eben kurz den Baum abernten. Hier hat einer richtig viele Zwiebeln gehabt. Wenn du Kunststoff hast, bring den mal zurück. Hab ich nicht. Ansonsten müssten wir eben kurz hier um die Insel herum einsammeln. Nee, warte, hier ist, glaube ich, genügend Kohlenstoff noch. Ja, warum auch immer das so verteilt ist. Hier oben, hier gibt es keinen Kunststoff zum Looten. So, einmal kurz die Seile in mein Inventar. Und fertig ist die Sauerstoffflasche. Und lass mich raten, eine zweite können wir aber nicht machen. Nee. Ich will aber eigentlich auch sehen, was da unten ist. Kannst ja zur Not über den Stream zugucken. Ich wollte es aber eigentlich selber auch sehen. Wenn du die Flasche noch mal unnötig nach hinein aufbrauchen willst, kannst du das ja machen. Der Stream, der hängt heute auch ein bisschen. Also der hat heute irgendwie ein bisschen starke Verzögerung. Ich würde jetzt aber erstmal schlafen, bevor ich da tauchen gehe. Also ich weiß nicht, wo du bist. Ich auch nicht. Was da eigentlich? Wie gesagt, ich bin random irgendwo runtergesprungen. Da ist der Schmutz. Planken und Kunststoff. Okay, ich habe noch mal eine Wiese gebaut. Dann können wir das nämlich gleich auch einmal testen. Gehe schon mal auf die Zäune. Nehme mir das Holz. Und dann testen wir gleich einfach mal, ob wir diesen Vogel mitnehmen können. Ich will jetzt auch erstmal meine Sachen wegsortieren. Ich setze den erstmal hier hin. Die einzig andere Option wäre halt, den zu dem anderen Vieh zu setzen momentan. Und was spricht dagegen? Artgerechte Haltung. Ist das nicht egal? Wir Finde sind ich am nicht. Ende der, wir sind am Ende der Welt. Wenn du hier jetzt auch noch so wie mit Moralzeug kommt, artgerechte Tierhaltung, dann sind wir ziemlich schnell ziemlich am Arsch. Ich finde das ungerecht dem Tier gegenüber. Warum macht er jetzt auf einmal sowas? Wir sind in einer apokalyptischen Welt und unser Schmiddi ist am draufgehen. Dem geht's gut. Jetzt nicht mehr. Er hat eben den Kopf hängen gelassen, also ihm ging es nicht so gut. Eben hing sein Kopf. Und guck mal, wie viele Rüben wir noch haben. Von den sechs, die wir angebaut haben, haben wir noch zwei. Ist halt sehr schnell Obwohl die weg. Rüben. Obwohl die Rüben halt fertig waren schon. Also eigentlich hätten. Eigentlich, wenn es nach dir gehen würde, hätten sie die nicht anrühren dürfen, die Vögel. Lass mal eben kurz hinlegen. So. Dass hier halt auch noch im Doppel mittlerweile kommt. Ich meine die Vogelfiecher. So, dann nehme ich mal den Netzwerfer mit und dann gehe ich einen Vogel fangen. Und direkt danach gehe ich mal gucken hier. Ach, hau mir ab mit deinem. Der wirft nicht mit einem Stein, der wirft mit einer Tonscherbe. Zum Glück ist hier wenigstens viel, wo man sich unterstellen kann. Ach, jetzt hör auf. Habt ihr doch gar nichts getan. So, dann gucken wir mal.
Ich habe den Netzwerfer ausgerüstet. Und jetzt warte ich nur, dass der Vogel stillsteht. Ich habe einen Vogel gefangen. Das ist ein Haustier. Autsch. So, ich habe Henrietta. Wir brauchen viel, viel mehr. Blauers auch nur für ein so ein Teil. Guck mal, ich habe unser neues Haustier. Ja, jetzt kommst du wieder mit deiner Art Tierhaltung gleich. Seh's schon. Bewässert das denn wenigstens beide Dinger? Das wird es schon, glaube ich. Frisst er eigentlich was anderes oder ernährt er sich auch hier von dem Gras? Das weiß ich nicht. Aber warum darfst du eigentlich immer alle Viecher benennen? Aua. Kannst ja auch eins mal fangen. Übrigens sollten wir nicht diese großen Dinger nehmen, sondern halt die kleinen, weil wir dadurch zum einen eine Blume mehr haben. Ja, ich würde das auch generell ein bisschen mehr offen stellen, das hier. Wir müssen das auch so ziemlich komplett mit Blumen umrunden. Also, wir brauchen, wie gesagt, übelst viel. Ja, die an dem Samen fehlt es nicht. Oh! Henrietta hat ihren Job erfüllt! Und da wurde es so angeschissen. Wir können jetzt Heilsabe herstellen aus Eiern. Eier, Ton und Honigwabe. Einmal so eine silberne, das ist wahrscheinlich die schwache Version, und dann die größere mit der goldenen. Da tust du nochmal Honig rein. Guck mal, noch ein Grund mehr, warum wir Honig haben wollen. Ich verstehe nur nicht, warum man sich unbedingt mit Ton und Eiern einreiben muss, um sich zu heilen. Ich meine, Eier, Salmonellengefahr, hallo? Das kann man doch nicht als Heilmittel benutzen. Und von Ton braucht man gar nicht erst reden, weil Ton nutzt man zum anderen auch, um Messer zu schärfen, je nachdem. Und damit will man sich einreiben, um seine Wunden zu schließen. Ich würde Basalt oder Korund, wenn zum Schärfen nutzen. Weil das härter ist. Was? Ich würde Basalt oder Korund nehmen, weil das sehr hart ist. So, jetzt ist die Frage. Wenn die Blumen hier ausgewachsen sind. Hau ab! Wie gut das funktioniert. Ich weiß halt nicht, ob die Farben der Blumen eine Rolle spielen. Nee, tun sie nicht. Junge, der Vogel tötet mich jetzt noch. Ach, du bist direkt beim Raph. Wenn er dich tötet, lege ich dich einfach direkt in dein Bett. Ja, aber ich habe gerade mein Essen gegessen. Ich bin über Hunger. Ich will nicht wieder meinen Hunger verlieren. Nebenbei, kommst du damit klar, dass die Bienen direkt neben uns sind beim Schlafen? Naja, eher stechen sie dich als mich. Ich pups sie weg. Mein Bett ist ja das hier. Ich habe zwei Barrieren zwischen mir und dem Bienen, wenn wir schlafen. So, wenn du dein Wasser nehmen willst, da ist es. Darauf warte ich ja gerade schon die ganze Zeit, weil ohne Wasser gehe ich nicht los. Mal so eine Frage. Diese, wie weit geht dieser Befeuchter hier? Dieser Sprinkler. Geht er nur ein Feld weit oder geht er auch zwei Felder weit? Ich glaube, das reicht. Ansonsten, das sehen wir ja dann. Ich meine, selbst ein Feld sollte häufig genug bewässert werden, dass die beiden überleben. Einmal Wolle noch und wir haben genügend für unseren ersten Rucksack, glaube ich. Naja, jetzt fehlen die Seile. Selbst mit den zwei dort, die wir machen könnten, sind es nicht genügend. Junge, wir sollten jetzt mal losgehen. Ich sterbe hier gleich wirklich an dem Kackvogel, weil er nur auf mich geht. Ich will die Blumen beschützen, damit die gleich nicht mehr gefressen werden. Wir sind ja nur noch die Weißen hier. Junge, ich stelle mich jetzt einfach unter unsere einzige Überdachung. Unsere einzige richtige Überdachung. Sobald diese beiden da fertig sind, können wir los.
Ich will ja nur, dass die Vögel da nicht dran gehen. Das wissen wir ja noch nicht mal. Wir haben es ja noch nicht getestet. Solange die nicht vollgewachsen sind, gehen die Vögel da dran. Es wäre echt schön, wenn wir mittlerweile einen Honigvorrat haben. Da du das Süßwasser nicht genommen hast, habe ich es mir jetzt mal geholt. Bist aber auch richtig aggressiv drauf heute, du blödes Vieh. Da treffe ich dich auch so gut. Noch sind sie nicht erntbar. Aua. Sehen wir es von der positiven Seite. Wenigstens schmeißt er die in nicht auf Cusco und Henrietta. Sagen wir es mal so. Ich glaube, dass wir halt trotzdem drauf aufpassen müssen, weil das Video, was ich zu den Bienen gesehen habe, da sagte der, dass die Möwen dauernd die Blumen haben wollen. Dass man da ziemlich viel aufpassen muss. Okay, die Blumen sind fertig, wir können los. Nee, können wir nicht. Jetzt muss ich mich erstmal hochheilen, bevor wir los können. Hast du zu verschulden. Wir können unser erstes Mal Honig holen. 3 Honigwaben. Guck mal, dann funktionieren sie doch. Dann können wir jetzt los. Ich bin schon auf der Insel. Wir haben mittlerweile auch einen Eierlieferant durch Henrietta. Das wissen wir ja nicht. Doch, Henrietta hat schon ein Ei gelegt. Okay. Habe ich doch sogar direkt gerufen, sie hat ihren Job gemacht. Ach, ich dachte, du meintest halt eine Möwe in einem Nest. Nee, ich meinte Henrietta. Aber okay, damit haben wir eine endlose Quelle an Eiern. Naja, sie legt sie jetzt nicht im Turbo-Modus. Ja, aber trotzdem haben wir eine endlose Quelle. Und wenn man bedenkt, dass in echt Eier, je nachdem, sogar länger dauern, ist die schon nicht so langsam. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, jetzt muss ich mal die Stelle finden, wo du gerade eben tauchen gegangen bist. Die ist auf der Rückseite von unserem Raft gesehen, glaube ich. Hier liegt ein Hinweis. Boah. Meine verdammte Nase. Funktioniert die Lampe eigentlich auch unter Wasser? Ja, funktioniert sie. Ja, ich sehe schon hier, was du gerade eben meinst mit diesen Luftblasen. Okay, hier muss ich runter. Da ich sehe auch den Kugelfisch. Sanjay wird auf jeden Fall für irgendwas beschuldigt, was sie nicht gemacht hat. So, ich tauche gerade in die Dunkelheit. Ich habe hier oben noch einen Hinweis. Bevor ich ihn aufnehme, warte ich noch. Wir brauchen 3 Teile einer Seilrutsche, damit wir die Seilrutsche craften können. So, jetzt hole ich den nächsten Hinweis. Olof. Nicht Olaf? Nee, Olof. Oh, hier sind so kleine Stellen unter Wasser, wo du Luft holen kannst. Ich weiß. Ich hab doch gesagt, in diesem großen Zäpfchen ist so eine Stelle. Okay, noch ein Kugelfisch down. Wir müssen auf jeden Fall nach mehr Seilbahn, nach mehr Seilrutschenteilen gucken. So, hier geht's hoch. Hier kann ich jetzt hoffentlich Luft holen. Ja. So, ich folge einfach diesem Kabel. Beziehungsweise der Leitung. Ich glaube eher, das ist ein Rohr, oder? Ich weiß es nicht. Da ist halt ein Fahrrad angeschlossen, deswegen kann es sowohl eine Stromleitung als auch ein Rohr sein. Da war auf einmal ein zweiter von hinten.
Ich gehe nochmal Luft holen. Aber der Steinvogel scheint auch ein anderer zu sein auf dieser Insel. Vom Aussehen her. Vielleicht gibt es da ja unterschiedliche. Es gab ja auch einen zweiten Bären. Wahrscheinlich ist dieser Vogel auch dafür gedacht, dass du ihn nicht töten kannst. Kann ich mir vorstellen. So, da muss ich ja hin. Jetzt kommt hier nebenbei, sind irgendwo überall Kisten versteckt. Boah, wie weit geht's denn hier runter? Ich habe ein Kokosnusshähnchen bekommen aus einer Kiste hier. Das genehmige ich mir mal. Ich habe nämlich noch nie ein Kokoshähnchen gehabt. Das hast du dir ja genommen. Ich führe gerade den Kampf meines Lebens. Hier oben ist noch ein Hähnchen. Das nehme ich auch mal runter. Okay, hier kann ich wieder Luft holen. Ist auch dringend notwendig. Ich hole noch. Hier ist ein Wir haben doch noch Bauplan. ein Netz, oder? Hier ist ein Was? Bauplan. Okay, für was? Und ein Schlüssel zu einer Krankenstation. Eine Okay. Seilrutsche, Metalldetektor. Ja, ein Teil brauchen wir noch. Wir können jetzt einen Metalldetektor bauen. Oder brauchen wir noch einen Teil? Ich Ja, glaube, ein das Teil war. brauchen wir Ich noch. glaube, das war aber auch alles, was man hier unten holt. Ich komme jetzt wieder hoch. Ich suche gerade den Netzwerfer. Der Netzwerfer ist in der Kiste. Plus Netzwerfermunition. Ich habe beides in diese bunte Kiste getan. Jetzt hole ich mir nämlich mein Hähnchen. Ich weiß nicht, warum du so Nee, aggressiv auf. die Möwen gehen trotzdem an die fertigen Blumen. Zwei Blumen sind weg und eine habe ich gerade auf frischer Tat knabbern sehen. Und während ich hier wieder hochlaufe, kackt mir weiterhin der Vogel Ach, warum ist Ton dann oder noch. drauf. Warum Komm. ist dann noch einer von denen? Und warum muss. Wovon? Knallbuben. Knallbubenfisch. Ich glaube übrigens, man braucht insgesamt nur irgendwie 6 Flächen für eine gewisse Anzahl an Tiere. Das reicht bei weitem. Mit 6 Flächen können wir, glaube ich, eine Ich ziemlich hoffe, ich große schaff's noch zum Farm machen. nächsten Luftpunkt. Ja, ich schaff's noch. Hör auf zu schreien, Mädel! Ja, die macht hier blub blub. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie nenne ich meinen Gockel? Ist ein Weibchen. Nur Weibchen Ich legen nenne es, wie Eier. ich es, ich nenne es, wie ich es will. Ich sag dir nur, dass es ein Weibchen ist. Beim Männchen legen keine Eier. Wer weiß, bei Seepferdchen sind es ja auch die Männchen, die die Kinder Ja, bekommen. aber bei Seepferdchen, nicht bei Menschen oder Hühnern. Ja, aber wir wissen nicht, welche Art von Geflügel das ist. Im Übrigen, der ganze Weg nach unten hat eine halbe Sauerstoffflasche verbraucht. Trotz den Luftlöchern. Nebenbei, ich würde mal weniger Videos gucken und mehr selber spielen. Ich hab nur geguckt, wie das mit dem Honig funktioniert. Komm runter. Ich habe eine Kopfbrühe gefunden. Als wenn du jetzt gewusst hättest, wie viele von den Dingern wir brauchen. Learning by doing mache ich immer. Hauptsache mich dafür erstmal flamen, dass ich nur geguckt habe, wie man das jetzt genau macht. Weil dass wir Blumen brauchten, war klar, aber wollte trotzdem wissen, wie man das macht. Ich habe auf jeden Fall eine Kriegsbeute hier jetzt gerade in der Hand. Ja, und ich habe meinen Chicken verloren. Dafür kann ich nichts. Ich wollte nämlich einen Schrank öffnen. Dabei habe ich das Chicken fallen gelassen und das ist jetzt weg. Es ist weggebackt. So, was brauchen wir denn für den Metalldetektor? Dafür müsste ich jetzt einmal in die Forschungsstation. Das hier sieht auch so aus, als ob man da einmal hin sollte. Hier so ein kleiner Bereich außerhalb. Ja, da sollte man Ja. eventuell einmal draufklettern.
Naja, irgendwo müssen wir ja auch den letzten Teil der Seilrutsche finden. Ich habe zumindest den Ort gefunden, wo man den zusammenbaut, den Bauplan dafür. Aber ich weiß halt nicht, wo das Teil ist, das letzte für die Seilrutsche. Das habe ich nicht gefunden bisher. Aua. So, ich hab's jetzt mal hier hoch geschafft. Oh ne, Überreste, widerlich. Kannst du Sunny geben? Der isst die gerne. Ha? Da war eine Überdachung, du blödes Vieh. Warte, was? Sunny ist unser Resteschlucker? Ja. Okay, hier oben scheint nichts weiter zu sein. Wo zur Hölle sind die? Ein Schrotthaken einfach hier random gefunden. Sag ich nicht nein. Irgendwo muss doch das letzte Teil der Seilrutsche sein. Ich kann mir vorstellen, wo. Ich bin gerade hier auf der Insel. Wir haben ja auch noch den Krankenschlüssel. Ja, den habe ich gerade eben unten geholt, aber wahrscheinlich ist der erst danach irgendwo. Also, ich weiß, dass du den hast. Ich glaube, wenn wir... Hier war ich noch nicht. Ah, doch, war ich schon. Das ist ja der Ort. Weil hier geht nochmal eine Treppe runter. Ich glaube, dass wir genau deswegen den Metalldetektor jetzt basteln sollen. Der ist wahrscheinlich irgendwo vergraben. Aber die können nicht davon ausgehen, dass jeder immer die Ressourcen dafür hat. Ich glaube, wenn, dann würden sie es auch so machen wie mit der Machete, dass einer die denn bekommt. Vielleicht sind... Hallo, die Insel ist riesengroß und man kann hier echt weit tauchen. Ich denke mir, dass man genügend Material hier auch sammeln kann. Ja, aber trotzdem kann ich davon ausgehen, dass jeder die Materialien hat, um das halt, wie gesagt, zu machen. Weil die Machete haben wir ja auch bekommen, als wir den Bauplan gelernt haben. Wahrscheinlich ist es jetzt damit genauso, dass wir den, dass Nein, wir die bekommen, wenn wir den Bauplan haben. Metalldetektor bekommen. Wir haben doch den Bauplan aber noch nicht mal gelernt unten bei der Forschungsstation. Ab da haben wir die Machete auch erst bekommen. Als ich den Bauplan wirklich in der Forschungsstation gelernt habe. Hier oben sind nochmal Bienen. Ja, das Sammelnetz hab ich. So, Forschungsstation. Metalldetektor. Nein, hab keinen bekommen, müssen wir selber basteln. Das kann aber eigentlich nicht sein, weil, wie gesagt, die können nicht davon ausgehen, dass jeder immer die Ressourcen hat. 12 Kunststoff, Schrott haben wir und eine Batterie. Wir haben eine leere Batterie hier auch irgendwo rumfliegen. Den Kunststoff haben wir aber nicht. Wie gesagt, die können nicht davon ausgehen, dass jeder immer die Ressourcen dafür hat. Eigentlich, die Machete gab's ja auch. Ich hab keine bekommen. Was willst du sonst von mir hören? Soll ich dich anlügen, damit du dich besser fühlst? Und ich habe hier irgendwie auch so ein Insektennetz auf einmal. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, dann fang doch die Bienen. Habe ich. Aber da mein Inventar voll ist, geht das nicht so gut. Wir bräuchten nur 10 Kunststoff. Nur 10? Ist ja nicht so, als wenn das bei weitem mehr ist, als das, was wir haben. Ein bisschen schwimmt hier rum. Explosives Pulver haben wir hier einen Teil, wo wir das brauchen. Ich komme mal runter zum Raft. Explosives Pulver haben wir doch, oder? Ich hab's gerade reingeschmissen. Gut, also weil das werden wir den brauchen. Schleim, den kriegt man ja so oder so, wenn man die Viecher umbringt. Ich weiß. Stimmt, Milch können wir doch eigentlich auch mal machen. Muss man damit einfach nur mit einem Behälter eben kurz zu dem Ziegenvieh da hinten? Probier das mal. Das ist unbekannt. Henriette, du machst deinen Job gründlich. 2 Eier. Verpiss dich von unseren Blumen. Aber jetzt kannst du dir ja sicher sein, dass sie auch an die Dinger rangehen, an die fertigen. Ja, dann einfach ernten, während wir gerade nicht da sind. Also
wenn wir vorhaben, eine Weile kurz weg vom Boot zu sein. Ich bin hier unten gerade auf jeden Fall an einem ziemlich weirden Ort von der Insel. Das Floß sieht man ja vom Weiten. Nö, nicht von da aus, wo ich bin. Nein, ich meine jetzt in Hinsicht auf das, was ich vorhabe. Und was hast du vor? Ein bisschen rausschwimmen und Kunststoff sammeln. Ich sehe die Linie, wo hier noch Zeug ist. So, wir haben 2 Kokosnüsse. Daraus kann man hier diese Kokosnusshähnchen. Und ich weiß, dass ich die damals welche abgegeben habe. Von was? Von den Hähnchen. Ich weiß, dass wir die gemeinsam gefuttert haben. Also ich hatte damals direkt 2 hergestellt. Und kannst du das mit dem Kokoshähnchen bitte lassen? Weil die Kokosnuss brauchen wir für andere Sachen dringender. Weil wir haben noch kein Getränk, wo wir keinen Kokos brauchen. Wir haben Getränke, wo wir Kokosnuss brauchen. Ich mach wir haben, sogar eins. Ich hab gesagt, wir haben kein Getränk, wo wir keine Kokosnuss brauchen. Da musst du nur irgendwo eine Batterie anzapfen. Pulver ist fertig. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen mein Inventar hier machen. So, wo sind die Honigfarben drin? Da. Autschen. Der wird uns noch einige Male auf den Kopf scheißen. So, die Honigfarben eben kurz zu Honig machen. Kann man das Ding nämlich auch direkt nachfüllen. Dann wird wenigstens Biokraftstoff hergestellt, während wir unterwegs sind. Hier fliegt so ein richtig fettes Insektenvieh gerade durch mein Zimmer. Ja, bei mir fliegt irgend so eine Motte durch mein Zimmer. Lebensmittelmotte. Die Viecher nerven uns immer ziemlich in dieser Wohnung. Die sind schon hier, seit wir hier eingezogen sind und weggehen wollen sie nicht. So, 2 Kunststoff. Schade, dass man die nicht von unter Wasser aus einsammeln kann. Ich gehe davon aus, du musst den selber machen, den Metalldetektor. In allerschlimmsten Fall müssen wir einmal kurz rausfahren und Kunststoff sammeln. Weil ich komme jetzt auch nur auf 5. Hast du wenigstens das explosive Pulver hier? Ich hab's in meinem Inventar gerade. Wie schön, dass du nur nicht hier bist, damit ich da oben das machen kann, wo man es braucht. Bist du eigentlich hier auf der anderen Seite schon hochgeklettert? Hier gibt es nämlich noch ein Gebiet, wo man hier links und rechts überall lang hinklettern kann. Ich denke mal, dass ich da schon war. War nämlich an ziemlich vielen Orten schon hier. Nein, du warst hier nicht. Vielleicht unten noch nicht, aber wahrscheinlich dann oben davon. Bei oben war ich schon überall. Ich sag mal, so, die Insel hier, also der Bereich sieht sehr zerlegt aus. Sieht es nicht irgendwie so ziemlich alles ziemlich zerlegt aus? Ich mach jedenfalls gerade explosiven Schleim zu explosivem Pulver, weil du es ja mitgenommen hast. Ja, machst du doch zur Not einfach selbst, anstatt mich anzumeckern. Ich mach's doch gerade schon selber, aber das dauert ewig. Nein, explosives Pulver ist tatsächlich sehr schnell verarbeitet. Nee, das dauert trotzdem ein gutes Stück. Es ist jetzt schon einige Zeit drin. So, dann hoffe ich mal, dass ich das Teil jetzt wieder finde. Und du warst hier definitiv nicht. Bist du eher nah am Boden oder schon weiter oben? Ich bin hier etwas weiter unten und habe eine Werkstatt gefunden. Doch, da war ich schon. Die Werkstatt kenne ich.
Weil unten die Schränke, die waren alle noch ungeöffnet. Ja, weil ich nicht jeden Schrank geöffnet habe, weil mein Inventar voll war. Aber an der Werkbank kann ich mich definitiv erinnern. Und warum nimmst du ja nicht alles mit, was in den Schränken ist? Das war nur Schrott und Planken. Planken passen immer. Der Vogel hat gerade einen Stein aus der Brücke rausgerissen. Aus einer Holzbrücke. Ein Pilzomelett, oh lecker. So, dann gehe ich mal hier runter, um hier rüber zu gehen. Also man sieht, du guckst wirklich nicht gründlich. Weil selbst hier oben waren noch einige Schränke offen. Vielleicht bist du ja doch an einem Ort, wo ich nicht war, aber wie gesagt... Du bist gerade links an mir vorbeigelaufen. Da fliegt unser letztes Teil. Ciao! Da fällt gleich irgendwas. Guck mal. Das ist genau der Teil, wo ich gerade eben war. Ich hol's ja, eben. Bei dem Teil war ich nicht. Ich geh jetzt holen. Das ist das letzte schon, Teil, was wir brauchen. Das ist garantiert das letzte Teil, wenn ich mich nicht irre. Und dann gehe ich jetzt mal auf den Containerturm rauf, weil da baut man das zusammen. Ja, mach das. Yep, da ist es. Und jetzt können wir auch die Seilrutsche nehmen. Wenn ich das kann. Ich hab Major Tom gefunden. Und einen Bauplan für ein Feuerwerk. Lege es auf dein Floß, um es anzumalen. Jetzt können wir Seilrutschen bauen. Und auch Seilrutschen benutzen. Ach, und hier ist auch hier jetzt... Bei mir lag eins. So, ich gehe jetzt zum Floß zurück, weil ich sehe nichts. Bevor es nicht Tag ist, mache ich hier nicht weiter. Ich bin jetzt auf dem Teil, wo man nur mit Seilrutsche hinkommt. Ja, lass doch erstmal hier. Ja, lass erstmal nachts skippen. Was hältst du davon? Wir müssen denn eh nochmal was für dich bauen. Ich hab ein Geschirr. Ich brauche aber trotzdem wieder denn ewig, um wieder hier zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Es wird ein gutes Stück denn dauern, den Weg wieder zurückzulegen. Das sind aber zwei Minuten. Aber gut, wenn du es unbedingt willst. Mehr als 2 Minuten. Aber wenn du unbedingt der Meinung bist, nee, bei Nacht will ich gar nichts machen. Ich würde gerne auch sehen, was ich tue. Ich sehe ziemlich gut. Aber keine Sorge, ich bin auf dem Weg zurück, Diva. Auch wenn es ziemlich lange dauern wird. Den nehme ich aber nochmal mit. Im Übrigen, wir haben einen Motor verloren, ne? Ja, und was sollen wir jetzt dagegen machen? Den Hai töten? Oder was gedenkst du zu tun? Erstmal nehme ich den Biokraftstoff hier raus. Dann sortiere ich Sachen ein. Ja, und ich bin jetzt beim Raft, weil du ja unbedingt nichts bei Nacht machen willst. Du bestehst darauf, nichts machen zu müssen bei Nacht. Ich verstehe den Grund zwar nicht wirklich, aber... Die Seilrutsche lohnt sich bei uns nicht. Sag ich dir jetzt schon. Das Feuerwerk brauchst du explosives Pulver. Und das ist auch nur dazu da, das Floß anzumalen. Das Feuerwerk kann man einmal so just for fun machen, aber ansonsten nicht. So, jetzt das Wichtigste. Major Tom, du schläfst bei mir. Komm, du kleiner Vogel, ich scheiß mir nochmal auf den Kopf.
So, das kam weg. Und dass man die seilroten Geschirr einfach nur anzieht, das ist genial. Aber wir sind mit der Insel jetzt auch soweit fast durch. Ja, und ich würde jetzt dann, bevor wir hier zum nächsten Story-Ding gehen, erstmal wirklich mal ein bisschen Zeug erstmal wieder farmen. Weil wir haben bei der und der davorigen Insel nur Materialprobleme gehabt. Ich würde da wirklich erstmal auffüllen. Ja, aber wie du jetzt gerade wieder auf ein neues gesehen hast. Das, was du wirklich für die Story brauchst, das kriegst du gestellt. Von dem Spiel selber direkt schon. Dafür brauchst du keine Ressourcen. Den Metalldetektor haben wir nicht so bekommen. Den brauchen wir aber nicht. Den brauchen wir für die Story nicht. Da bist du falsch. Oder? Nee, das... Ja, doch, der Metallturm ist hier. Ich dachte, der war in einer anderen Richtung. Nein, böster Punkt. Das habe ich von unten gesehen. Und das ohne einmal hier hochzukommen. Da ist die Krankenstation. Und da ist ein dicker Bär. Nicht Bär, Wildschwein. Das Schwein sieht auch anders aus. Ja. Mich würde es nicht wundern, wenn man diese sogar sich zähmen könnte. Willst du es wirklich drauf anlegen? Das sind halt vom Aussehen her ziemlich nah an Hausschweinen. Die kann man bestimmt sie sehen aber zähmen. Nicht so aus, als ob sie gerade friedlich gesinnt sind. Die sehen zwar nicht so aus, aber ich kann mir vorstellen, dass man die trotzdem durchaus mitnehmen kann. Ach, man braucht den Schlüssel eigentlich sogar nicht. Ah doch, braucht man. Das ist ein anderer Raum. Drei Pfeile und sie sind tot. Der eine dance bei mir gerade richtig geil. Und ich habe noch einen Schlüssel gefunden, den wir jetzt hier weiter hinten nochmal brauchen werden. Ich sag's aber mal so, ich glaube, die zu fangen, das würde sich nicht lohnen, weil wofür nutze Schweine in der heutigen Zeit? Richtig, um Essen zu holen. Die geben übrigens nur Leder. Naja, so wie die Haut von denen auch aussah. Irgendwo gibt es auf jeden Fall noch ein Haus, in dem wir nicht waren, wo wir da denn das letzte story-relevante Teil kriegen. Wie gesagt, und danach würde ich für heute auch schon Schluss machen. Muss ja nicht so lange gehen wie gestern. Wie gestern. Gestern war Shellshock und der gestrige Tag war auch geplant, dass er so lange geht. Ich meine hier damit die Uhrzeit von Shellshock. Shellshock ging bis Mitternacht. Ja, aber das ist mir ja ging's auch geplant. Mir ging's nur um die Uhrzeit, nicht um das Spiel. Jetzt müssen wir das Haus des Bürgermeisters finden. So, ich habe die Schweine hier unten abgeschlachtet. Hat nur Leder gegeben. Und der Vogel hat dich angeschissen. Also, wo könntest du dir vorstellen, ist der Bürgermeister seinem Haus? Ich würde mal sagen, das abgegrenzte da. Ich hab's gefunden. Ich würde aber auch da sagen, da wo Mayor steht, würde ich mal sagen. Das bedeutet ja Bürgermeister. Und da kommen wir halt nur mit Seilrutsche hin. Ja, bin schon längst drin. Ich bin auch auf dem Weg rüber. Ich hab einen neuen Hut für mich gefunden. Ladegerät können wir jetzt basteln. Ich hätte den zwar eventuell auch durchaus gerne haben wollen. Titanerz! Kontrollpunkt. Ich habe ein Titanerz gerade bekommen. So, viel war hier drin nicht. Geht wahrscheinlich eher um diese Häusergruppe hier. Da war wieder eine gegarte Rübe drin. Hier ist echt viel Essen. So, hier geht's auch. Ja, genau. Guck du mal unten. Ich guck hier oben.
Hier unten bezweifle ich aber, dass das drin sein, dass hier das Rezept drin sein wird, beziehungsweise die... Hier sind haufenweise Planken. Nee, hier unten scheinen die neuen Daten jedenfalls nicht zu sein. Die Planken nehme ich mit, die Steine lasse ich liegen. Überreste können ruhig liegen bleiben. Okay, darüber geht es auch nochmal mit einer Seilrutsche. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Jetzt bin ich hier unten wieder in dem ziemlich kaputten Teil, wo die ganzen Werkbänke waren. Wo du meintest, dass ich hier nicht gewesen sei. Warst du auch nicht, weil da unten war alles noch zu und da war überall Zeug drin. Ich war hier aber schon. War überall Zeug in den Schränken drin und die Schränke waren nicht... Ja, ich hab die Schränke aber auch nicht unbedingt jetzt alle durchgeguckt, wie gesagt, aber ich war hier schon. Guck mal, da ist Cuscos Schwester gewesen. Du kannst noch so oft bestreiten, dass ich war hier aber schon. Aber welchen Ort haben wir noch nicht abgesucht für die neuen Koordinaten? Ich habe auf jeden Fall eine dicke, fette Kiste gerade entdeckt. Ja, ich habe auch eine dicke Kiste irgendwo entdeckt. Ja, ja, mitten im Metallturm ist eine. Ja, die sehe ich auch gerade und ich weiß auch, wie man da hinkommt. Du kannst dich von oben da reindroppen lassen. Ja, aber ich habe auch den richtigen Weg gesehen. Du kannst natürlich auch die Seilrutsche nehmen, aber wenn du schnell machen willst, hopp dich einfach rein. Oder du springst einfach an die Seilrutsche und nutzt sie in der Luft, was ich gemacht habe. Erdbeer-Colada-Rezept. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Nimm's doch trotzdem mit. Irgendwann finden wir eventuell mal Erdbeeren. Erdbeer-Colada-Rezept haben wir doch aber schon. Deswegen werde ich das jetzt nicht brauchen. Behalt's mal, ich bin mir da nicht ganz sicher. Konntest und du mich... man kommt hier nicht mehr wieder weg von dem Ort. Es gibt immer einen Weg nach unten. War. Du musst nur springen. Ja, aber es gibt hier keinen richtigen Weg. Irgendwo hier sind auch ein paar Nachrichten in dem Haus hier, ne? In welchem Haus? Hier oben. Die sind an die Wand geschrieben. So auf kleinen... Hier oben. Ja, hier oben, hier so oben. Auf Brettern. Da sind wir wieder bei der tollen Wegbeschreibung. Jo. Hier oben. Ich hab doch hier oben bei dem alles. Haus gesagt. Ganz oben, auf dem Turm. Höchster Punkt. Du hast nur gesagt, hier oben. Und oben ist ja ziemlich viel. Das ist das, was du am Anfang gesagt hast. You drifted close to us from after. From afar. I wish we'd let you in sooner. Hier haben die Bewohner offenbar irgendwas für die, die gestorben sind, offenbar geschrieben. Ja, aber das ist nicht das, wonach wir suchen. Ja, aber kann man doch auch mal kurz appreciaten. Diese wunderschöne Geste hier. Von dem Spiel. Ich finde das knuffig. Okay, also wir werden wohl noch eine große Hyäne treffen. Hast du da einen Hinweis darauf gefunden? Steht in einem der Hinweise drin auf jeden Fall. Und zwar dieser Olaf so und so ist irgendwie ein Fremder in der Stadt gewesen und der... hat auf seinem Boot Käfige von großen Ratten und einer sehr großen Hyäne gehabt. It's been 3 days.
Im Krankenhaus. Im Krankenhaus war diese Notiz. Aber die führt uns trotzdem nicht weiter, oder? Ich bin da trotzdem hingegangen, weil ich mir wieder dachte, du hast nicht alles abgesucht. Es ist 3 Tage her. Sind die Schweine. Wochenlang haben sie sich unberechenbar verhalten. Ich war blind dafür. Ich habe nicht einmal bemerkt, dass ein Metzger krank wurde. Alles begann mit der Ankunft von Olaf Wilkstrom. Und ich sehe es nicht als Zufall an. Was hat denn der Olaf da oben als Nachricht stehen? In dem Haus. Ganz oben. Olaf gehört ja der Turm. Wenn ich mich nicht irre, aber ich... Ja, es kann ja sein, dass das ein wichtiger Hinweis ist. Der erwähnt ja, ja extra den Olaf. Olaf, nicht Olaf, Entschuldigung. Vielleicht hat er da irgendeine wichtige Notiz gerade erwähnt. Ich habe hier oben von Olaf die Notiz schon aufgesammelt. Nein, nicht die Notiz, sondern hier in dem Haus stehen auch noch mal ein paar Sachen, die ich ja gerade eben schon angemerkt habe. So an der Wand. Einfach mal gucken, vielleicht hat Olaf da ja was Spezielles gesagt. Warte mal. Olaf Wilkstrom. Das ist wohl mit dem Haken, könnte das was zu tun haben. Das ist der einzige, wo kein Name steht. You never even gave us your name, but you helped us greatly. May we see you up ahead. Also irgendwas in einer Vorausrichtung. Bevor wir jetzt weitersuchen, ich gehe einfach zum Raft zurück. Wenn du irgendwas zum Trinken hast und es mir einmal ganz kurz geben könntest, wäre es gut. Ansonsten muss ich jetzt hier im Gänsemarsch nach Hause. Ja, irgendwas, damit ich wenigstens 1 Kilometer schneller rennen kann. Kannst es auch direkt zurückhaben. Also die angebissene Melone will ich nicht wieder haben. Und warum willst du jetzt zum Raft wieder zurück? Lass mich raten. Dunkel. Zum einen das, wir sehen eh schon beschissen das, was wir finden wollen. Und zum anderen würde ich gerne mal Inventar leeren. Weil wenn man nichts aufheben kann, dann bringt Rumsuchen auch nichts. Henriette, während ich anwesend bin, legst du 10 Eier die Stunde. Aber wenn ich abwesend bin, dann legst du keins. Ja, weil das Raft nicht geladen ist in dem Moment dann. Nein, weil die Batterie leer ist und das Feld nicht mehr bewässert wird. Denn da du gerade da bist, kümmere dich drum. Was mache ich denn gerade? Aua. Ich mache gerade eine neue Batterie. Und ich suche währenddessen nach weiteren Hinweisen irgendwo. Wo hast du den Kunststoff hergehabt? Den habe ich einfach so gelootet. Warum? Ich sag nichts mehr dazu. Ich sag dazu, du bist genauso blind wie ich. So, erstmal um die Viecher gekümmert. Jetzt haben wir es nämlich. Wir können weiter. Wo hast du es denn jetzt gefunden? Das war einfach der Zettel war einfach in der Kiste des Bürgermeisters. Da, wo auch der Bauplan drin war, den du aufgesammelt hast. Genau da war. Warum hat das Spiel das mir dann nicht instant gegeben? Bei mir lag da nichts mehr. Du hast halt das Rezept aufgesammelt, aber nicht den Zettel, der noch da drunter war, unter dem Teil. Er war unter dem Bauplan versteckt. Ach, apropos Bauplan. Guck, dafür brauchen wir Titanbahn für Ladegeräte. Kontrollpunkte. Ermöglicht dir, alle Motoren von einem Ort aus zu steuern.
Muss das nochmal gefüllt werden? Nee. Dann kann das Teil jetzt hier weg. Aber ich würde sagen, damit können wir jetzt auch bald Feierabend machen. Ich würde sagen, eine Story-Insel pro Stream reicht eigentlich im Regelfall. Wir werden jetzt beim nächsten Stream erstmal keine Story-Insel machen. Weil ich sagte, wie es ist, wir haben extremst immer noch die Ressourcenprobleme. Ich würde das erstmal ausgleichen, bevor wir hier das nächste machen. Weil wir haben durchgehend Probleme. Oder wir fahren einfach mal offscreen. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber da wäre dasselbe Prinzip, dass wir erstmal woanders hinfahren, bevor wir irgendwie Story-Insel machen. Aber da können wir uns dann trotzdem an die Quote halten, eine Story-Insel pro Stream, und farmen können wir auch offscreen, wenn du Zeit hast. Ich habe so ziemlich immer Zeit. Ich habe momentan keine Zeit, weil ich für andere Projekte was machen muss. Das ist wieder typisch. Ich mache mir das Wasser, du gönnst es dir. Ich bin ja auch direkt zu den Tieren damit gelaufen. So, wir haben noch zwei leere Batterien. Ich guck gerade. Seil und Schrott. Ich glaube, davon haben wir mehr als genügend gerade eben. Ja, wir haben mehr als genügend. Zwei Lampen bauen oder was? Ja, wofür sonst sollen wir die leeren Batterien gerade nutzen? Kein Plan. Also. Besser man verwendet sie, als dass sie im Inventar vergammeln. Aber ich glaube, dass wir hier, wenn wir hier unten bei der Insel nochmal tauchen sollten, dass wir hier auch Titan jetzt finden können. Cusco frisst nicht. Für mich ist übrigens dieser Hut, den ich habe, Erfolg genug für heute. Cool. Cusco und Henrietta fressen nicht. Sie haben ja Essen eigentlich. Aber sie fressen nichts. Das Teil ist auch gut befüllt. Ich kann dazu sagen, wenn sie sterben, sterben sie. Wir können da gerade nichts gegen machen. Ja, wahrscheinlich wollen die mehr Platz. Gell, ich habe irgendwann anscheinend meine Machete versehentlich weggeworfen. Die können wir nächstes Mal suchen. Ich habe für heute keinen Bock. Nee, ich habe keinen Bock, die ganze Insel abzusuchen. Die Machete ist jetzt einfach verloren. Ja. Die Machete existiert nicht mehr. Ich fand diesen Stream jetzt heute anstrengend genug. Naja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte, sowohl die jetzt zugeschaut haben, als auch die im Nachhinein auf YouTube beispielsweise. Es dauert ein bisschen, bis das auf YouTube kommt. Ich werde ja erstmal all meine anderen Streaming-Projekte haben. Ja, also, dass die weg sind. Ja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like auf YouTube, ein Follow auf Twitch. Und ich verabschiede mich auf jeden Fall jetzt von der YouTube-Gemeinde.